Guten Abend vom San Antonio Breast Cancer Conference 2022, wo das erste Mal wieder vor Ort stattfindet, nachdem in den letzten zwei Jahren Corona-bedingt kein direktes Meeting stattgefunden hat, sondern lediglich online. Ich habe mich sehr gefreut, Kolleginnen und Kollegen von mir heute hier anzutreffen, respektive während dem ganzen Kongress. Stefanie Fonorelli, sie ist Chefärztin Gynäkologie Geburtshilfe im Triemli-Spital und gleichzeitig Leiterin vom Brustzentrum. Und ich selber, Roger Fomos, Chefarzt Onkologie Hämatologie und stellvertretender Leiter vom Brustzentrum in Chur. Wir sind heute im sehr engen Rahmen da, weil die meisten den Weg nicht mehr auf sich genommen haben, Stefanie, sondern das online verfolgen. Und wir haben uns entschlossen, gleich dieser Situation, wie sie sich vorhin schon ergeben hat, dass wir die Live-Schaltungen machen, respektive die Zusammenfassungen vor Ort weiterhin zu pflegen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht im 23. dann wieder ein paar mehr sind. Wir würden gerne gerade in Medias Res gehen. Ich würde dir gerne sonst das Wort übergeben, Stefanie. Wir haben einen Haufen gehört zu Axilla-Chirurgie, neoadjuvante Situation. Was ist da Neues gekommen? Also ich möchte euch auch alle begrüßen. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass wieder mal hier mitverfolgen können, wie natürlich die ganz grossen News von diesen bekannten Forscher und Forscherinnen sind sehr professionell präsentiert worden. Es hat immer natürlich für mich als Brustchirurgin sehr viele onkologische Sachen, wo eher du zuständig bist, aber es hat doch auch ein paar Sachen gehabt, wo man denke, in dem klinischen Alltag sicher muss sich überlegen, wie der Weg weitergeht. Etwas, was mich interessant gedacht hat, das ist von der Frau Galimberti gewesen. Sie ist in Milano im Europäischen Onkologischen Zentrum. Und sie hat die Frage gestellt und hat das auch in einer Studie jetzt geprüft, ob es denn wirklich nötig ist, dass man vor neoadjuvanter Chemotherapie muss der positive Lymphknoten oder die positive Lymphknoten axillär klippen, sodass man sie dann nach der neoadjuvanten Chemotherapie auch wirklich wieder auffindet. Alle, die selber operieren, wissen, dass das gar nicht ganz einfach ist, die geklippten Lymphknoten zu finden. Die Lymphknotenklippe, die sind zum Teil nicht mehr recht auffindbar. Also das ist eher ein bisschen eine schwierige Sache. Und es ist auch nicht ganz einfach, die Lymphknoten zu klippen. Zudem gibt es eine Verzögerung denn von der Chemotherapie respektive. Ist das auch nicht ganz angenehm für die Patientin. Jetzt hat sie mit einem 10-jährigen Follow-up aus den eigenen Daten festgestellt, dass wenn man nur ein Sentinel macht bei einer Patientin, die vor der neoadjuvanten Chemotherapie eine positive Lymphknotensituation in der Axilla hatte und nach der neoadjuvanten Chemotherapie klinisch keine positive Lymphknoten mehr hatte, wenn man dort also wirklich nur der Sentinel macht, dass man zwar wahrscheinlich eine falsch negative Rate hat, das hätte sie in dem Sinne nicht prüfen, weil man hat ja dann eben nicht eine axilläre Lymphnodektomie gemacht, aber sie hat festgestellt nach einem 10-jährigen Follow-up, dass sie lediglich eine axilläre Rezidivrate von 1,8% hatte. Und die eine Patientin, die das erlebt hat, hat sich dann noch eigentlich geweigert, eine axilläre Lymphnodektomie zu machen bei Mikrometastase. Also bei ihr ist sogar, wäre eigentlich eine axilläre Lymphnodektomie vorgesehen gewesen. Also kann man davon ausgehen, dass das eine ganz seltene Situation ist, mit etwa 0,9%, dass dann wirklich axillär zu einem Rezidiv kommt. Ja, mich hat das natürlich überrascht. Darf man in Zukunft deshalb auf axilläres Clipping generell verzichten? Oder wie würdest du das handhaben? Das ist etwas ganz Interessantes. Man hat natürlich dort dann auch das Auditorium gefragt. Das war ein relativ gut gefüllter Saal gewesen. Und dort sind also immer noch etwa 85% natürlich dafür, dass man das macht. Das ist immer noch Standard of Care. Aber ich denke, in Zukunft, wo man ja immer kann deseskalieren, soll man deseskalieren. Und das wird sicher ein Punkt sein, den man in Zukunft noch wird diskutieren. Jawohl. Sind nicht die einzigen interessanten und praxisrelevanten Daten gewesen. Unter anderem sind ja auch Update-Daten von der Soft-Studie gekommen, jetzt nach 12 Jahren.
interessante Daten, vor allem bei den Very Young Patients, also unter 35. Ja, das ist wieder ganz klar darauf hingewiesen worden, dass halt die unter 35 wirklich High Risk sind und dass man da unbedingt soll auch eine ovarielle Suppression machen soll. Weil nach diesem Follow-up in der Soft haben sie doch gesehen, dass unter 35-Jährigen im Tamoxifen-Only-Arm eine von drei Patientinnen bereits tot sind. Und das ist doch eine eindrückliche Bilanz und ganz klar spricht das für eine ovarielle Suppression. Ja, ich glaube auch, dass man da um Kombinationsbehandlung letztlich nicht herumkommt, zumal möglicherweise halt eben Chemotherapie auch nicht für eine dauerhafte Suppression sorgt in dieser Patientinnengruppe. Oder? Ganz genau, das ist ganz spannend. Das hat auch eine Übersichtslecture gehabt, allgemein zur endokrinen Therapie in the past and in the future. Das ist ganz spannend gewesen, wo wiederum darauf hingewiesen worden ist, dass natürlich eigentlich die unter 45-Jährigen relativ selten definitiv in eine Amenorrhoe fallen, respektive den postmenopausal werden. Und das ist dann ganz, ganz wichtig, das sehe ich auch als Gynäkologin als ganz wichtig. Die Frauen sind zum Teil amenorrhoes, sind aber in dem Sinne noch nicht postmenopausal. Das heisst also, bei einer unter 45-Jährigen ist sehr Vorsicht geboten, eine frühzeitige Menopause zu diagnostizieren nach einer Chemotherapie, nur weil sie amenorrhoes ist und allenfalls dann auf eine ovarielle Suppression zu verzichten in Kombination mit einem Aromatasehemmer. Häufig kommen die ja nach 1, 2, 3 oder sogar nach 4 Jahren genau. Wieder, oder? Und dann hat man sich auch etwas vergeben. Genau. Wenn wir beim Thema sind, oder, würde ich gerne noch auf das eigentliche Highlight, das auch die Schweiz beteiligt war, mit SAKK, IBCSG und so weiter, sehr prominent, Positivstudie, wo es darum gegangen ist, endokrine Therapie zu unterbrechen, um eine Schwangerschaft zu ermöglichen. Was meinst du dort? Dürfen wir das jetzt generell unseren Frauen anbieten? Dürfen wir es ihnen empfehlen? Gibt es noch irgendein Caveat oder ist jetzt das vom Tisch mit den jetzigen Update-Daten? Also es ist natürlich klar, dass das Follow-up noch sehr kurz ist und man kann es noch nicht definitiv sagen, aber es sind sicher sehr interessante Daten. Wir alle wissen, wo Frauen, junge Frauen behandeln, dass natürlich die dann irgendwann auch Kinderwunsch haben, obwohl bei ihnen dann 5 bis 10 Jahre eine endokrine Therapie vorgesehen wäre. Und dort haben wir oft natürlich das Dilemma, dass man dann sagt, ja gut, eigentlich sollte man die endokrine Therapie weiterführen. Was machen wir jetzt mit dem Kinderwunsch? Und in dieser Positivstudie haben sie jetzt das untersucht, dass also Frauen, die 18 bis 30 Monate eine endokrine Therapie hatten, eine Wash-out-Phase von 3 Monaten haben und dann über 2 Jahre Zeit haben zum Schwangerwerden, zum Schwangerschaftsaustragen, zum Gebären und allenfalls sogar dann auch noch zu stillen. Und was ist interessant bei diesen Daten, das sind also 116 Zentren gewesen, das war eine sehr grosse Studie gewesen, mit 516 Patientinnen, Follow-up von 41 Monaten. Und erstens haben die eine relativ hohe Schwangerschaftsrate gehabt, obwohl das mittlere Alter von diesen Patientinnen 37 war, was ja relativ hoch ist. Und letztendlich haben dann 64% von diesen Frauen auch ein Lebenskind bekommen, mindestens eins, zum Teil haben sie auch 2 bekommen. Und das ist doch sehr zuversichtlich. Sie hat von diesen Daten, eben, wie gesagt, 41 Monate Follow-up ist noch kurz. Sie haben 8% Rückfall gehabt. Und von diesen 516 Patientinnen sind letztendlich 9 gestorben, aus welchen Gründen auch immer, oder? Dass, ob jetzt das wirklich mit dem Unterbruch von dieser Hormontherapie eine Rolle gespielt hat, ist natürlich auch noch ein Fragezeichen. Aber ich denke, die Daten stimmen zuversichtlich und wenn man weiss, wie zum Teil wichtig das ist für das Leben von einer Frau, von einer Familie, dann denke ich, muss man da ganz sicher darauf weiter ein Auge haben. Also ich denke auch, oder, Frauen, die einen starken Kinderwunsch haben, glaube ich, darf man jetzt dahingehend so weit beruhigen, dass man kann sagen kann, doch, es gibt Zahlen, man kann die Risikosituation mittlerweile beziffern. Man kann auch die Schwangerschaftsrate beziffern. Jetzt, ich bin kein Spezialist für solche Fragestellungen, aber ich glaube, bei einem durchschnittlichen Alter von 37-Jährigen wäre vermutlich eine Vergleichsgruppe ohne Brustkrebs und ohne endokrine Therapie würde sehr wahrscheinlich etwa eine gleiche Schwangerschaftsrate haben. Was meinst du? Also das ist eine relativ hohe Schwangerschaftsrate. Ja. Gut, man weiss ja, dass ab 35 wird es viel schwieriger, schwanger zu werden. Die Frauen haben zum Teil auch noch
Chemotherapien, dann wird es noch schwieriger. Es hat 2% der Kinder haben dann irgendeine Auffälligkeit gehabt, wobei das liegt auch etwa im Range. Also auch die gesunden Frauen ohne Chemotherapie haben ja nicht einfach nur gesunde Kinder. Also von dem her kann man das, die 2% auch nicht wirklich auf Therapie zurückführen. Das wird sehr mit Vorsicht behandelt. Aber ich denke, das ist sicher eine gute Zahl von Schwangerschaften für kranke Patientinnen. Gut, wir würden weiter in bei Early Breast Cancer gehen, adjuvante Therapie. Wir haben einige Studien gesehen mit CDK4/6-Inhibitoren in der Vergangenheit, die negativ waren. Sind die einzige Studie bis jetzt, die positive Resultate gezeigt hat, ist die Monarch-I-Studie mit Abemaciclib. Abemaciclib hat man im Unterschied zu den anderen CDK4/6-Inhibitoren über 2 Jahre gegeben. Nebenwirkungen vom Abemaciclib sind nicht zu vernachlässigen, insbesondere Diarrhoe, und es braucht sehr gutes Handling, eine Primär- und Sekundärprävention für die Patientinnen. Man hat in anderen Studien mit Ribociclib und Palbociclib, insbesondere in der Palas-Studie, eigentlich dann schlussendlich keinen Vorteil gesehen, weil die Kurven wieder zusammengekommen sind. Das Gleiche hat man auch bei Abemaciclib befürchtet. Jetzt mit einem weiteren Follow-up sieht man, dass die Kurven sich weiter separieren und stabil auseinander bleiben. Ist Abemaciclib jetzt ein Standard bei diesen Hochrisikopatientinnen? Bei allen, die in der Studie waren, sind ja 2 Gruppen, auch KI-67-KI-Patientinnen oder nicht. Das ist nach wie vor, glaube ich, eine Frage, die nicht vollständig beantwortet ist, aber es zeigt sich doch ein anhaltender Benefit, und ich denke, dass mit den Update-Daten, dass man das bei Hochrisikopatientinnen im Einzelfall mit jeder Patientin muss anschauen, ob so eine Therapie für sie in Frage kommt. Was meinst du dazu? Ich finde es ganz wichtig, vor allem, was du eingangs gesagt hast, oder? Ich meine, die Zeitdauer von der Therapie spielt wahrscheinlich eine größere Rolle, als man angenommen bis jetzt. Mit diesen 2 Jahren ist das wahrscheinlich eben doch unser Benefit auch noch zusätzlich dabei. Ja. Gut, ich glaube, viel mehr kann man zu diesen Daten noch nicht sagen. Die Overall-Survival-Daten sind noch nicht reif, aber wenn man Analogieschlüsse macht, dürfte sich das möglicherweise jetzt doch halt dann auch in einen OS-Benefit später übersetzen. Ob die Kurven später noch zusammengehen oder nicht, das ist nach wie vor unklar. Allerdings spricht immer mehr dagegen, dass man so einen typischen Bananashape dort sieht, sodass ich denke, dass das ein weiteres Medikament im Armentarium in der adjuvanten Situation für Hochrisikopatientinnen, die einen endokrin-responsive Tumor haben, eben ist. Die einzige Frage, die dort sicher auch noch zu beantworten ist, was ist, wenn eine Patientin gleichzeitig eine BRCA-Mutation hat? In dieser Situation würde ich vermutlich mit der aktuellen Datenlage nach wie vor Olaparib als erste Wahl anziehen. Bist du auch einverstanden? Okay. Gut. Gut, dann gehen wir weiter. Wir haben Daten gesehen in der metastasierten Situation bei endokrin-positiven Frauen mit relativ ausgeprägter viszeraler Metastasierung. Die Right-Choice-Studie, die verglichen hat Ribociclib plus Endokrinotherapie versus Chemotherapie bei prämenopausalen Frauen. Steffi, was meinst du dazu? Also ich meine, das war eine Breaking News, ja. Muss ich dazu sagen, es war eine Phase-2-Studie, aber da ist PFS deutlich verbessert, von 12,3 Monaten bei der Chemotherapie auf 24 Monate bei der Ribociclib-Kombinationstherapie, und das ist natürlich schon ganz tolles Resultat und wird in Zukunft sicher eine Änderung bringen in der Therapie. Ich denke auch, dass man auch jetzt bei halt eben fortgeschrittenen Tumorerkrankungen mit hohem viszeralem Load durchaus muss überlegen, eben primär auch eine Kombinationstherapie mit Ribociclib und Endokrinotherapie, der Chemotherapie sehr wahrscheinlich den Vorzug zu geben. Und was eben spannend ist im Nachgang, auch bei der Diskussion von dieser Studie, hat man eben gesehen, früher haben wir immer das Gefühl gehabt, wir müssen etwas geben, das schnell wirkt, und haben wegen dem etwas Hochgiftiges, sprich eine Chemotherapie, gegeben. Und wenn man eben die Ansprechrate dann anschaut, in diesen 2 Armen, sieht man, dass das etwa gleich schnell reagiert. Also ja. Es ist nicht, und auch die Response-Raten sind ähnlich hoch. Genau. Oder? Ja. Das war eigentlich überraschend gewesen, aber ja. Es ist sicher ganz ein ganz wichtiges Puzzle von Informationen für
die gute Behandlung von Patientinnen mit einem Mammakarzinom, die metastasiert sind. Dann haben wir einen Haufen Daten gesehen im Bereich von endokrinen Patientinnen, insbesondere die neuen oralen SERDs, also quasi ein Faslodex oral. Insgesamt sind 4 oder 5 Moleküle mittlerweile am Start. Dort haben wir sehr interessante Daten gesehen. Es scheint so, dass die SERDs noch etwas aktiver sind, wenn man ESR1-Mutationen hat. Wobei auch dort der Herr André sehr gute Lecture gegeben hat und uns eigentlich aufgezeigt hat, dass wir bei den ESR-Mutationen erst den Tip of the Iceberg sehen und dass dort vermutlich, was Testing betrifft, noch vieles unklar ist und man darum möglicherweise halt eben auch bei den nicht sogenannten Wild Types möglicherweise eben dort auch Patientinnen sieht, die ansprechen und auf der anderen Seite nicht alle ESR-Mutierten ansprechen, aber insgesamt ein Molekül, das sehr vielversprechend ist. Die Emerald-Studie ist da sicher als Top-Studie zu nennen und das wird sicher in weiterer Zukunft weitere Möglichkeiten für die endokrine Therapie geben. Dann haben wir diverse Studien gesehen im Bereich von TKI, also Tyrosinkinase-Inhibitoren. Wir haben Daten gesehen, adjuvant Everolimus, der vollständig negativ ist. Da bin ich nicht ganz unglücklich, weil Everolimus mit 10 mg täglich relativ eine toxische Therapie ist, die schlecht verträglich ist. In der metastasierten Situation, in der Adjuvanten, habe ich keine Erfahrung mit dem Molekül, aber insgesamt schwierig zu steuern. Die meisten Frauen verträgen zumindest in Graubünden nicht mehr als 5 mg. Ich weiß nicht, wie das aussieht in der Stadt. Ja, in Stadt Zürich, ja. Das habe ich jetzt auch nicht gerade so Überblick. Aber eben gerade in einer Zeit, wo die Lebensqualität sehr hohe Stellenwert hat, oder? Das muss man schon sagen. Gut, es ist eine negative Studie. Wir haben aber auch weitere Studien gesehen im Pathway von PI3K, ACT, mTOR. Insbesondere ein neuer ACT-Inhibitor, der ebenfalls sehr vielversprechend aussieht in Kombination mit endokrinen Therapie. Auch dort stellt sich noch die Frage, was ist das optimale Einsatzgebiet bei dieser Kombination. Vermutlich nicht die Situation, wo die Patientinnen noch high endocrine responsive sind. Dort geht es vermutlich eher Richtung SERD und die eher resistent sind, die werden vermutlich eher in Zukunft eine TKI-Kombinationstherapie hat. Nebenwirkungen scheinen ein bisschen anders zu sein als bei Alpelisib, also beim PI3K-Inhibitor, aber auch dort sind wir noch ganz am Anfang. Und dann als weiteres Highlight, glaube ich, dürfen wir noch auf Destiny 02 und 03-Studie eingehen. Was meinst du, Stefanie, dort mit dem Trastuzumab Deruxtecan, wo mittlerweile fast in jeder Linie von Neoadjuvant über Second to Third Line eingesetzt wird bei HER2-positiven Mammakarzinom-Patientinnen? Ja, also da haben wir auch sehr vielversprechende Daten gesehen. Ich meine, es geht vor allem darum, was ist in erster Linie schon passiert, oder? Was haben sie in der ersten Linie schon gehabt? Also dort haben wir auch gesehen, dass dort ein deutlich positiven Effekt nochmal bewirkt werden kann. Denn im Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den zwei im Vergleich auch eine positive Studie, die dann zeigt, dass es der Ruxdekan besser abschneidet, und zwar deutlich. Also das ist eindrückliche Studie gewesen, die Press-Destiny 03. Ja. Und ja, also da werden wir sicher noch etwas hören. Ja, also eben Second Line gegen TDM1 hat eigentlich Trastuzumab Deruxtecan fantastische Resultate gezeigt. Hätte das nicht erwartet in diesem Umfang. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, in der Destiny 02, in der Dritt- und Mehrlinie, dass wir dort hinten auch wieder ein super Ansprechen haben gegenüber dem Standard of Care, wo dort hinten Trastuzumab Capecitabine ist, oder Kombination mit Lapatinib, oder? Wobei zumindest die Kombination mit Lapatinib auch nicht ganz untoxisch ist, oder? Aber auch dort hinten nochmal ein grosser Vorteil. Die grosse Frage, die sich jetzt natürlich stellt, soll man es bereits in Second Line einsetzen, weil es einfach deutlich besser ist als TDM1, und was machen wir dann nachher in Drittlinie noch? Also dort sind ein paar Fragen, die für mich noch offen sind.
Wenngleich will man eben die Sequenzen nicht kennen. Wir wissen zwar, was ist mit TDM1 gefolgt von Trastuzumab, der Rux-Dekan, aber wir kennen die umgekehrte Situation nicht. Und insofern hoffe ich, eine Studie werden wir dort nie sehen, aber ich hoffe, dass wir zumindest aus Real-World-Data in Zukunft noch gewisse Informationen bekommen, was wirkt dann nach Trastuzumab, der Rux-Dekan in dritter Linie überhaupt noch, oder eben dann, dass wir in Zukunft die Möglichkeit von völlig neuen Molekülen haben, Antibody-Drug-Conjugate gegen HER3 oder Ähnliches, oder? Aber dort sind sicher noch viele Sachen offen. Jetzt Daten weiter zur Chirurgie und Radiotherapie können wir Ihnen oder euch heute noch nicht bekannt geben, weil die Session läuft erst morgen. Die Daten sind im Moment noch nicht verfügbar. Also bitte einschalten, die Daten lesen, morgen noch anschauen. Und von unserer Seite her, ich weiss nicht, Stefanie, hast du noch etwas, was du erwähnen willst? Also bei mir ist natürlich auch aufgefallen, was wir in Zukunft, das haben wir vorher schon ein bisschen gesagt, mit dem Genprofiling, oder in Zukunft werden wir noch viel individualisiertere Therapien haben. Es hat eine interessante Studie, wobei die ist leider schon ein bisschen überholt, mit den zirkulierenden Tumorzellen aus Frankreich. Eine grosse Studie, wo man einen interessanten Plot eigentlich gemacht hat, dass man gesagt hat, man tut Frauen, die hormonsensibel sind, eben dann einteilen in solche, die klinisch als High-Risk gelten und dann eben aufgrund von der zirkulierenden Zellen allenfalls als Low-Risk laufen und respektive umgekehrte. Und das ist eben dann von dem her spannend, dass je nachdem Therapie dann ändert aufgrund von dieser Einschätzung von diesen zirkulierenden Zellen. Und zwar ist das so gewesen, dass in 25% bei den 705, also von 755 Patientinnen haben wir gehabt, 25% sind dann so gewesen, dass die klinisch low eingeschätzt worden sind und durch die zirkulierenden Zellen als eben High Risk. Und die haben 16 Monate Overall Survival Benefit gehabt, wenn sie dann eben aufgrund von dieser Einschätzung von diesen zirkulierenden Zellen mit einer Chemotherapie sind behandelt worden. Und das ist doch toll, aber die haben angefangen mit dieser Studie 2017. Dort war CDK4/6 noch nicht Standard of Care gewesen. Von dem her hat sich das jetzt schon wieder ein bisschen verändert. Viele Patienten natürlich haben dann im Nachhinein noch CDK4/6 gehabt, von dem her ist die Aussagekraft jetzt ein bisschen geschwächt. Aber grundsätzlich auch das natürlich einer von vielen Tests, wo sollte dann letztendlich zeigen, welche Patientinnen profitieren wirklich von einer Chemotherapie und welche Patientinnen allenfalls eben nicht. Also eskalieren oder deseskalieren. Das Gleiche gilt ja auch für die Testung bezüglich Langzeiteinnahme von hormoneller Therapie, wo wir sicher auch noch mehr werden hören. Ja, ich glaube, auch dort gibt es ganz interessante molekulare Tests in Zukunft. Ein grosser Nachteil, hast du erwähnt, das ist eine endokrine Therapie allein. Also die Studie ist leider von der Realität überholt worden, dass ein Standard of Care heute nicht mehr 5 oder 10 Jahre hebt, sondern vielleicht nur noch 2 oder 3 Jahre. Insofern ist es schwierig, etwas daraus abzuleiten, wie die meisten Frauen eben nicht eine Kombinationstherapie mit einem CDK4/6-Inhibitor hatten. Und der zweite grosse Nachteil in dieser Studie war vermutlich, dass man das nur einmal bestimmt hat und nicht mehrfach, oder über die Zeit. Ich gehe davon aus, dass vor allem bei zirkulierenden Tumorzellen ein Benefit rauszuholen ist, wenn man das repetitiv in Zukunft macht, um dort dann auch frühe Therapieentscheidungen können zu fällen. Vielleicht wird uns in Zukunft das sogar helfen, einen Relapse zu diagnostizieren, bevor wir einen bildgebend sehen und so möglicherweise eine geringere Tumorlast von einem neuen Zellklon haben. Oder das ist zumindest die Hoffnung für die Patientinnen, eine einfachere. Schlussendlich müsste es auch eine günstigere Art von Diagnostik sein, die auch weniger belastend ist, weil es keine radiologische Untersuchung braucht. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, zirkulierende DNA, zirkulierende Tumorzellen, dort wird einiges in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Gut, mit dem würde ich meinen, sind wir am Ende von der heutigen Übertragung. Ich würde gerne dir, Stefanie, nochmals das Wort erteilen für den Abschluss. Also ich danke vielmals dir, Roger von Moos, und
für die interessante Diskussion. Ich glaube, das Ganze war schon wieder toll gewesen, hier zu sein, vor Ort, all die Mitteilungen wirklich auch im Moment zu hören. Einige Studien sind seit heute auch im Lancet Oncology oder im Lancet publiziert worden, sind also schon sehr reif, schon peer-reviewed, und ich glaube, es ist eine tolle Sache. Wir werden auch wieder eine Kongresszeitschrift machen vom Medinfo Verlag über den Kongress, wo auch noch andere Expertinnen und Experten angefragt werden, die auch da sind, um entsprechenden Interview oder allenfalls in kurzen Text zusammenzufassen, was wir hier erlebt haben. Danke vielmals. Genau, insbesondere alle Kolleginnen und Kollegen, die zu Hause am Bildschirm sitzen, bis weit über Mitternacht aus, um die Daten möglichst auch live mitzubekommen. Ich hoffe, dass wir ein paar in Zukunft wieder da begrüßen können. So ein Kongress lebt letztlich auch vom Austausch untereinander, wo man die frischen Daten miteinander kann brainstormen kann. Mit dem schönen Gruß, gute Nacht in die Schweiz und alles Gute und bis im nächsten Jahr.